startet man am besten ins Video. 4 Uhr morgens bekomme ich von der Bahn Bescheid per E-Mail, dass die Fahrt ausfällt von Hamburg nach Hannover. Geile Sache. Jetzt müssen wir meinen Bruder abholen, mit dem Auto nach Hannover fahren und versuchen, den Anschluss zu bekommen. Ich drehe jetzt hier schon wieder richtig durch. Hätte man sich denken können bei dem Sturm, aber gestern, als ich mich da um 0 Uhr ins Bett gelegt habe, war alles noch entspannt, Fahrt fällt nicht aus. Okay, da gehst du natürlich mit einem guten Gedanken rein. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen hier heute für unser Auswärtsspiel gegen Darmstadt. Da kommt ja der verlorene Sohn, Junge. Ey, so eine Scheiße. Wir haben es jetzt 6.12 Uhr und brauchen von Hamburg nach Hannover mit dem Auto 1 Stunde 30. Der Zug kommt um 7.41 Uhr, also, ja. Wird sportlich. Wir haben noch 10 Minuten. Wird schon. Auswärtssieg, oder? Was sagst du heute? Ja, wird ein Sieg. Ich sag's euch, auswärts können wir. Also auf Platz 8 in der Tabelle auswärts. Das ist ein gutes Zeichen. Junge, wir sind einfach Frankfurt Hauptwache, Alter. Wer kennt das? Jetzt geht's los, Mann. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, ausnahmsweise sitzen wir heute im Auswärtsblock. Das mache ich ja eigentlich generell nicht, weil ich das vermeiden will mit dem Film und so weiter. Ich werde mich aber daran halten, keine Gesichter zu zeigen. Das ist jetzt hier nur im Notfall gewesen, weil ich sonst anders nicht mehr an Karten gekommen wäre. Ich hoffe, ja, ihr versteht das, werdet aber wie gesagt darauf achten und das natürlich auch respektieren, weil viele immer gefragt haben, Max, warum sitzt du nicht im Auswärtsblock oder sonst was? Und genau, hoffe, dass wir vielleicht einfach ein bisschen Glück bringen, ne? Wir sind in Darmstadt angekommen und es gibt ein Problem. Wir haben einfach den falschen Bahnhof erwischt, sind am Südbahnhof, müssen aber zum Hauptbahnhof, Junge. Wir haben den Bus gefunden, ab zum Bölle. Nein, fahr nicht weg. Wen trifft man denn hier? Die Gäste. Ah ne, warte mal. Den Heimverein Darmstadt. Auswärtssieg, Auswärtssieg, Auswärtssieg. Jetzt müssen wir jetzt haben wir ja keine Chance. Ne? Ja, hätte man mal rausholen müssen, dann. Ich denke, die, dass wir denen zujubeln. Darmstädter U-Bahn, kennt ihr uns natürlich alles Darmstadt-Fans, ist uns egal. Wir sind auf Platz 15, müssen natürlich heute punkten. Klare Sache, Darmstadt auf Platz 4, aber das heißt nichts. Im Hinspiel 2-1 gewonnen. Ich würde sagen, heute trockenes 2-1. Dein Tipp? Ja, also 1-1, aber eher ein 2-1 für uns. Die Konkurrenz schläft nicht da unten, ne? Alle Punkte. Wir rutschen so langsam auf den Relegationsplatz. Ich hoffe, wir können das heute verhindern. Schauen wir mal. Jeder guckt uns an. Scheißegal. Ahu, Auswärtssieg. Wir suchen jetzt den Auswärtsblock. Hier, was sagst du? Auswärtssieg. Wir haben schon mal den Hansa-Bus gefunden. Sehr, sehr geil. Die Ausstellungen sind da. Wir spielen tatsächlich mit Meißner vom HSV hier in der Startelf. Ingelsson kommt rein für Rhein. Und dann in der Innenverteidigung haben wir jetzt Meißner. Rosbach fällt ja aus, ist gelb gesperrt. Ich bin gespannt. Bei Darmstadt spielt, was ist es hier mit Tietz, Alter? Ja, Pfeiffer und Tietz nicht dabei, oder? Ja, vielleicht wissen es die Darmstädter. Ich weiß es nicht. Vielleicht auf der Auswechselbank. Ja. Auf der Auswechselbank der Tietz mit 12 Toren, ne? Ja. So wie John Verhoek bei uns. Wie schmeckt's? Ist okay. Wollen wir doch mal sehen, ob das stimmt. Ja, kann man trinken. Darmstadt-Hymne, Stadion noch im Umbau. Was sagst du zum Stadion?
Nein, Jungs, es wird noch schön. Irgendwann mal. Oder? Irgendwann wird es schön, ja, wahrscheinlich. Also jetzt erstmal. Jetzt nicht so gut aus, aber gute Aussicht. Also. Auf jeden Fall. Auf ein gutes Spiel, ne? Auswärtssieg. Sehr cooler Hansa-Fan. Grüße gehen raus. Oh, Bier verschüttet. Sehr, sehr korrekt. Grüße gehen raus. Bei ihm ist das auch. Er hat ein Einverständnis gegeben. Okay, also nicht 100, Jungs. Heute mal in Rot. Ey, Marcel Schuhn, Jungs. Marcel Schuhn. Mach heute bitte ein Eigentor, okay? Dankeschön. Du kennst uns doch noch. Oh, Anpfiff. Auf geht's, Hansa, kämpfen und siegen. Auf geht's, Hansa, kämpfen und siegen. Oh, Kolke. Damals noch Kevin Schöneberg mit den Einwürfen, Jungs. Wer kann sich erinnern? Und jetzt mal Lohn. Ah. Ja? Fehler ausnutzen. Der ist gut. Hey! Hallo! Pfui! FCA bis in den Tod. Sieht gut aus. Erste 20 Minuten. Ich würde sagen, es hätte schon 1-0 stehen können. Freistoßposition. Oh. Ganz okay. Hoffentlich machen die jetzt nicht aus einem Schuss ein Tor. Bitte nicht. Ja, so nicht. Aber der hat den noch. Oh. Und er hat nicht fokussiert, aber ist auch besser so. Was war das denn für ein Fehler da hinten, Mann? Pass doch mal auf da! Ey, wer war das? Jedes Mal das Gleiche. So ein Fehler. Was war das denn? Ihr seht es. Das gibt's doch einfach nicht. Ey, 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 ey. Was geht denn jetzt ab? Was ist das? Achso, noch 15 Minuten habe ich mich erschrocken hier. Komm, Junge. Ja! Ja, Frühling! Ah. Oh. Ist gut. Ist ja echt nicht mehr zu glauben hier. Jetzt pfeift er. Halbzeit 1-0. Ich sag mal so, ein richtig dummer Fehler entscheidet wieder, ob wir mit Punkten rausgehen oder nicht. Das kotzt einfach an. Ich glaube, es war Malone unnötig. Jedes Mal diese Patzer. Keine Ahnung. Also, was soll ich dazu noch sagen? Das kostet uns am Ende dann halt natürlich die Punkte. Jetzt sehe ich auch noch, dass Düsseldorf führt. Wir sind, glaube ich, aktuell auf dem Relegationsplatz. Wie soll das weitergehen? Was hast du? Keine Ahnung. Schnauze voll hier. Schiedsrichter, kann man drüber streiten, was der so pfeift. Rostock spielt ja ganz gut, aber bis zum 1-0. Ja. Nach dem Gegentreffer muss man auch sagen, kam nicht mehr viel von uns. Deswegen muss man sagen, ja, Darmstadt hat es gut ausgenutzt, sind jetzt, glaube ich, aktuell auf Platz 1. Ich hoffe nur nicht, dass es ein 6-0 wird wie damals in der dritten Liga, wo Behrens noch bei Darmstadt gespielt hat. Ey, und hier Strohengel, die Legende, ne? Ansonsten ja, müssen wir mal schauen, ob die Lilien hier heute mit 3 Punkten rausgehen. Ich hoffe natürlich nicht. Was ist denn jetzt los? Ja, die waren schon
Die sind heiß. Die sind heiß, das seht ihr. Guck mal, bis da vorne. Boah. Also wenn die das jetzt nicht drehen, dann weiß ich auch nicht. Los geht's! FIFA-Taktik. Ja. Oh, okay, ups. Unser Forever für alle Zeit. Unser Forever und für die Ewigkeit. Wir lassen Hansa niemals im Stich, niemals! Hansa für immer und unendlich! Wir wollen Hansa, wir wollen Hansa siegen sehen! Oh, wie wäre das, oh, wie wäre das, oh, wie wäre das, wunderschön! Nee, aber das sieht gerade nicht gut aus, muss ich sagen. Alter! Ja, zweite Hälfte kommen wir nicht gut raus. Aber ich verstehe auch nicht, Jungs. 55. Minute. Eine Halbzeit nicht gewechselt. Oder bin ich hier der Einzige, der das so sieht? Ich habe eine neue Marktlücke entdeckt. Guckt euch dieses Hochhaus an. Die obersten Plätze kann man jedes Mal verkaufen als Stadion-Tickets. Du hast locker eine Sicht aufs Spiel. Eine gute Übersicht. Vielleicht wohnt da ja jemand. Meldet euch. Oh, Schiedsrichter. Oh, nee, nee, Jungs. Jedes Mal heute, was macht ihr da im Aufbau? Also das Aufbauspiel ist wirklich heute eine glatte 6. Liegt da noch, Mann. 62. Minute, die ersten Wechsel. Drei Stück sogar. Ja, Mann. Oh, komm, 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 drei neue Offensive jetzt. Oh, Dujovic drin, Schubi und Sikan. Drei neue Offensive. Aber jetzt FC Hansa. Vom Ecken können wir immer, ihr wisst es. Ja! 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 Ja, ich hab gesagt! Ich hab gesagt! Geil! Geil! Ja! Ja! Nein, und jetzt ein Konter. Oh nee. Oh nee, hört mir auf, bitte nicht. Ja! Ja! Schön. Ziel! hat er aber eigentlich schon hops genommen, den Jungen. Fröde, unser Stabilisator, muss raus, verletzungsbedingt. Hoffentlich nichts Ernstes. Oh, Roter. Da habe ich ein bisschen Angst immer. Aber der Junge wird das heute machen. Nochmal. Jo. Oh. Nein, rauf, 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 Jungs. Golden! Deutsche Nationalmannschaft, meldet euch. Yogi. Ah, ne, hier. Hansi. Gibt es auch noch mal so einen unnötigen Freistoß. Letzte Chance wahrscheinlich. Fußballmafia DFB. Wenn er reingeht jetzt. Der geht nicht. Hey. Mein Herz kurz stehen. Jetzt pfeift er. Bio! Sauber! Geil! 1-1 Endstand. Wichtiger Punkt. Der dumme Fehler zum 1-0, ein bisschen unnötig, aber man kann zufrieden sein. Am Ende mussten wir ein bisschen zittern, haben sie aber gut gemacht. Und sie kann, Junge. Auswärts können wir, ich hab's immer wieder gesagt. Hansa Rostock! Hansa Rostock! Ganz, ganz stark. '65 FC Hames in den Tod aus Leibach.
1965. FCA bis in den Tod. Boah, er gibt das Trikot. Wer ist es? Ein glücklicher Fan. Hey! Dujovic! So will ich das sehen. Ehrenmann. Heute. Hey, Frühling. Das ist Ingelsson, Junge. Das ist Ingelsson. Ja, er hat keine Brille auf, Jungs. Geil. Hansa ist der beste Club der Welt. Hansa ist der beste Club der Welt. Hansa ist der beste Club der Welt. Wir machen uns jetzt auf den Rückweg. Ich habe schon eine schöne Nachricht von der Deutschen Bahn wieder bekommen, dass unser Zug ausfällt. Ja, vielleicht bleiben wir auch Frankfurt am Main Hauptbahnhof eine Nacht. Ich habe Bock. Ja, am Ende 1:1 das Spiel. Könnt ihr mal gerne eure Meinung reinschreiben. Wir sind am Ende zufrieden. Die Darmstädter hier in den Kommentaren könnt ihr gerne mal raushauen, was ihr zu dem Spiel sagt. Natürlich auch die Hansa-Fans, wie habt ihr das gesehen? Lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da oder Abo, wenn ihr Bock habt auf mehr. Also ich bin immer noch zuversichtlich, auch wenn alle anderen unten da gepunktet haben. Ich wünsche natürlich allen Darmstadt-Fans nur das Beste. Am Ende kann ich mich auf jeden Fall nur an jeden Support bedanken. Man sieht sich, denke ich mal. Abonnieren, favorisieren. Daumen hoch. Genau, alle Hansa-Fans sehr, sehr korrekt. Und jetzt hoffe ich, dass wir irgendwie nur nach Hause kommen. Bleibt stabil. Bis zum nächsten Mal.